Spiel BSV 68 Sedlitz gegen den Dresdner SC 1898, Endstand 3:2. Letztes Saisonspiel. Ich habe heute den Trainer André Heinisch hier vor mir stehen. Für dich war das ja nun auch keine leichte Saison, sondern eher turbulent. So auch für den Dresdner Sportclub insgesamt. Am Ende ist man sechster Platz in der Tabelle. Ordne mal kurz die Saison für den Sportclub und für dich selber ein. Ja, ich fange erstmal bei mir selber an. Ich denke, es war brutal anstrengend, ja, nach 4 Jahren bei Borea Dresden. Dann gewechselt als Co-Trainer, dann wieder gewechselt nach Pirna, dann zurück zum Dresdner Sportclub. Ich bin bewusst zurückgekommen, weil es mir brutal Spaß macht, die Arbeit hier, weil die Jungs absolut mitziehen, weil die fighten, weil sie wirklich das versuchen umzusetzen, was man vorgibt. Dennoch denke ich, dass wir aus den letzten 3 Spielen dort auf jeden Fall 6 Punkte zu wenig geholt haben. Die Jungs haben was drauf. Ja. Wir kriegen es halt manchmal gerade so im Offensivbereich nicht so auf den Platz. Ja, da fehlen so 1-1-Situationen, da fehlen so die letzte Entschlossenheit, die Power, die Energie, das Ding einfach für die Linie zu drücken. Ja, ich denke, auch heute hatten wir Pech mit dem Innenposten, der raussprang. Wir waren dort dran, wir haben gedrückt, dort das Tor zu machen. Und am Ende der Fußballgott, der wollte eben, dass wir nächstes Jahr wieder nach Sedlitz fahren. Ja, Glückwunsch dort an Jens von Sedlitz. Ich denke, sie haben das verdient heute, sie haben sich das erzwungen. Und ja, das ist mein Glückwunsch erstmal. Ja, du sprichst es an, die Offensive war diese Saison nicht so super und auch heute die Defensive 3 Dinge eingeschenkt bekommen. In der 7. Minute schon das erste Gegentor und wenn man dann auch das letzte Gegentor anguckt, langer Ball auf die rechte Seite in den Strafraum und dann fast ohne Probleme das Ding über die Linie geschoben. Gibt es da noch viel Arbeit, vor allem was auch die Defensive angeht? Ja, ich denke, ich habe es jetzt schon mit Richard angesprochen, ich denke, also einfach 15 Meter weiter vorne stehen muss, dann fängt er den Ball einfach ab, ne? läuft raus und nimmt ihn wahrscheinlich auf. Dennoch ist es zu einfach, dort ein langer Ball hinter die Kette, ja, wo Außenverteidiger nicht mitläuft, ein Gegenspieler. Definitiv zu einfach, auch die Standards in den ersten 10 Minuten hatten wir ganz schön gut bekommen. War jeder Standort gefährlich. Das haben wir angesprochen, ich denke, hat besser funktioniert in der zweiten Hälfte, aber ja, die Chancen waren auf jeden Fall da, vor allem in der ersten Halbzeit. Hat man aber ein bisschen erwartet, dass Sedlitz versucht, vor allem in der zweiten Halbzeit mehr Druck zu machen. Wir haben mit vielen langen Bällen agiert, sind zwar kaum angekommen, aber eben das letzte Tor ist damit passiert. Hat man da mal damit ein bisschen gerechnet? Ja, wir haben schon vermutet, dass Sedlitz so das letzte raushauen will und mehr anlaufen will und noch mehr Druck macht. Aber eigentlich haben sie wenig gezeigt vor der Hälfte und deswegen wollten wir das Ding auch ziehen. Ja, wir wollten Druck machen, wir wollten zeigen, dass wir die spielbestimmende Mannschaft sind, dass wir hier dass wir der Favorit auch sind. Und ja, es ist schon bitter trotzdem die Niederlage, zumal wir heute einen Saisonabschluss feiern und mit einer Niederlage lässt sich das natürlich noch weniger. Aber mit einem einstelligen Tabellenplatz, der letzte einstellige Tabellenplatz ist jetzt fast 10 Jahre her. Das kann man eigentlich schon fast feiern. Und nächste Saison, vielleicht kann man einen kleinen Ausblick geben. Bist du noch Trainer? Wirst du noch weitermachen? Hast du noch Bock? Und wenn ja, wo soll es hingehen? Also ich bin auf jeden Fall noch Trainer. Ja, soweit das der sportliche Leiter noch will. Ich hoffe. Nee, also ich bin auf jeden Fall Trainer nächste Saison und ich freue mich total, mit den Jungs zu arbeiten. Also wir haben uns viel vorgenommen und wir waren beim Abschlusstraining 25 Spieler, hatten 3-4 Probespieler und fast 30 Mann. Wir haben eine super Verbindung zur zweiten Mannschaft, die auch 30 Spieler sind. Dort haben wir eine gute Verbindung und ich denke, darauf kann man aufbauen für die nächste Saison. Dort versuchen wir noch was zu puzzeln, auch mit 2-3 Neuzugängen jetzt noch zu sprechen und dann werden wir sehen. Nicht zu vergessen, eine dritte Mannschaft gibt es ja dann demnächst auch. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen auch noch für die erste Mannschaft. Dann danke ich dir für dieses Interview und auf jeden Fall trotzdem viel Spaß heute beim Saisonabschluss. Vielen Dank.